Oh, and welcome back again. Okay, ja, ich höre mal sofort auf und ja, willkommen zurück zu Hogwarts Minecraft und ich zeige euch heute das letzte der vier Häuser, nämlich, man hätte es ahnen können, Gryffindor. Und, oh Scheiße, mir fällt gerade auf, ich wollte eigentlich noch diese Orangetöne hier aus den Wänden raushauen. Ja, könnt ihr, okay, egal, also, wir sind hier im Gryffindor-Gemeinschaftsraum, obviously, und der ist vergleichsweise klein sozusagen. Trotzdem finde ich, ist es relativ gemütlich geworden. Also ich muss noch irgendwas mit diesen Wänden machen. Ich weiß nicht, wollte sie eigentlich nicht rein aus Stein machen. Also hatte ich sowas gesucht. Dann habe ich ein paar Kombinationen ausprobiert. Wie gesagt, das Orange und das Rose. Ah, ich muss die noch neu designen. Wenn ihr eine Idee habt, könnt ihr es ja in die Kommentare schreiben. Und ansonsten, ja. Also, ja, immer Bücher, Spiele. Das schöne Zeit am Kamin, da 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 da. Und ja, die Bücher nach wie vor schön. Die ganz langweiligen Zaubertische, Regale, Bücherregale, Statuen und so weiter. Also, ja, es ist begrenzt. Wusste eben auch nicht, was ich hier so richtig reinpacken soll. Was eigentlich lustig ist, sozusagen, weil der Gryffindor-Gemeinschaftsraum ist. Obwohl man so viel über die ganzen Bücher so viel Zeit darin verbringt, nicht sehr ausgeschmückt, könnte man sagen. Nun ja. Also, wir fangen jetzt mal bei den Jungs an und wir fangen mal ganz unten an, nämlich im Bad. Ja, das ist auch mal wieder speziell, weil ich musste das mal wieder auf sehr kleinen Raum zusammenpacken. Das heißt, wir haben hier echt absolut keinen Platz. Sozusagen, hier haben wir zwei Toiletten, dann haben wir zwei Duschen. Nee, doch zwei Duschen, ja. Zwei Duschen und wir haben zwei Waschbecken. Das muss denen reichen. Wie gesagt, also hier war ein absoluter Platzmangel. Die Frage war, ob ich noch eine Etage nach unten baue. Platz hätte ich im Prinzip. Aber ich hatte mich eigentlich gemeint, ich will es in einem Raum behalten. Muss man sehen. Wie gesagt, nichts ist endgültig. Also, ja. Dann gehen wir jetzt mal ein bisschen durch die Schlafsäle. Also hier haben wir einen, die sehen alle natürlich sehr ähnlich aus, weil ja, die sind alle übereinander oder alle bis auf einen sind die hier eben übereinander und gehen hier immer weiter nach oben. La 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 la. Wieso renne ich eigentlich mal durch? Und jetzt geht es sozusagen zu einem schöneren Teil, weil hier haben wir eben ein bisschen mehr Platz durch, dadurch, dass wir eine Etage hochgehen. Ja, ich bleib so ein bisschen bei dem Credo sozusagen zu versuchen, mal vier Betten pro Etage zu machen mit eben vier Schülern. Ja. Zu Schülerzahlen gibt es in Hogwarts seit jeher Probleme in allem. In den Angaben und so weiter. Ja, hier hatte ich auch mal wieder Platzprobleme. Vor allem, ich konnte nicht die großen Schränke einbauen, aber egal. Ja. Weiß nicht, ich könnte hier irgendwann mal sozusagen ein Harry Potter Lore-Video machen oder Theorie-Video zu. Was denn jetzt eigentlich die Schüleranzahl von Hogwarts sind, weil das variiert während Filmen und also während den Büchern von Angaben, die um die 200 liegen, zu 800. Also, ja, was ist realistisch? Ja, also, Nummer 7 und das hier ist dann sozusagen jetzt der größte, weil das hier ist der, soll der Raum sein von Harry und Ron. Klar, hier fehlt ein Bett, das ist mir klar. Weil die sind 5. Aber ich wollte es jetzt trotzdem so lassen, statt hier irgendwo noch ein zweites Bett reinzuquetschen, fand ich es dann schöner, ein bisschen sozusagen mehr Platz zu lassen, sozusagen. Hier so konnte man eben solche Orte für Tischecken sozusagen. So habe ich auch vier Sessel mit Spielbrett und so weiter. Und deswegen bin ich jetzt mit der Entscheidung, nur in Anführungszeichen vier Stück reinzupacken, eigentlich relativ zufrieden. Ja. Und ansonsten ganz einfach, hab üblich nichts zu sagen. Aber nun ja. Dann gehen wir jetzt mal zu den Mädchen. Und hier gehe ich diesmal hin im Gegensatz zu Slytherin, weil es ist nicht einfach symmetrisch, es ist komplett anders. Nun ja, also. Die sehen ungefähr so aus, teilweise sehr voll, ja, hier. Mag ich ganz gern hier, weil, ja, eng. Wie mein echtes Zimmer. Naja, dann haben wir eben weiter die Vierer sozusagen mit vier Leuten bleibt. Hier auch schön, haben wir ein bisschen Aussicht nach draußen.
Ja, die soll ich immer mal ein Video sozusagen vom Äußeren machen? Das ist ja auch nicht, nicht ganz fertig, aber ja, egal. Also, hier geht's weiter. Hier haben wir einen Schrankstapel. und ja, generell bleibt auch nach wie vor, ich will das nicht allzu sehr dekorieren und so weiter, weil das sollen die Schüler selbst machen, die faulen Säcke. Und ja, Last Raum, Schlafsaal. Ja. Klar, das sind nur so Halbsäle, aber ich mochte diese Trennung eigentlich ganz gerne im Badezimmer. Und ich hatte bei Gryffindor eben mal wieder eines der etwas größeren Platzprobleme, könnte man sagen, weil das Haus musste also im Prinzip in den Turm gepackt werden, aber ich habe in keinem Turm von Hogwarts Platz dafür. Das heißt, ich habe trotzdem versucht, einen Teil in den Turm zu packen. Hier. Und generell, ich hatte echt Probleme, sozusagen, überhaupt einen Ort zu finden für das Haus. Denn natürlich musste ja. Es durfte sozusagen nicht unterirdisch sein. Es durfte eigentlich auch. Und es musste irgendwie noch zusammenhängend sein. Es musste Platz für einen Gemeinschaftsraum geben und so weiter und so fort. Und ich habe zwar einige leerstehende Räume, aber das sind große Blöcke. Und wenn die fehlen, wäre es einfach so seltsam. Während diese Location ist so, dass es, wenn man so durchs Schloss läuft, eben trotzdem gar nicht so richtig auffällt, sozusagen, dass was fehlt. Und ja. Generell war das schon wieder das ganze Video, Gryffindor House. Wie gesagt, ist nicht absolut fertig und ich nehme auch mal wieder jeden Vorschlag, der mir in die Kommentare geschrieben wird, nehme ich an. Ja, ich mag das Haus jetzt auch nicht so gern und ich weiß nicht, irgendwie. Ich muss es irgendwie besser schaffen, aber ich habe es einfach bis jetzt noch nicht besser geschafft. Das heißt, mal sehen, was die Zukunft für einen hält. Nun ja. Ja, und. Ja, als letztes noch, ich werde in nächster Zeit wieder wie seltener Videos rausbringen, weil Abi rückt jetzt viel zu nah, nur noch einen Monat. Und da wird, denke ich, solche Sachen ein bisschen Zeit für Lernen hergeben müssen. Ein bisschen viel. Naja, okay, ich verabschiede mich dann wieder, sag ciao, wünsche euch allen noch einen schönen Tag und bla bla bla.